Die Akustik des Raumes. Dieser Mann hat sie gründlich studiert. Und was hat er gefunden? Das ist Schall, was wir hier hören. Schall breitet sich kugelförmig aus. Deshalb stößt er ständig an Ecken und Wände oder er verhallt in der Weite. Roman Sick baut den Schall regelrecht ein in Räume. Er ist dabei, die Beschallung zu revolutionieren. Sein Geheimnis: nicht eine Lautsprecherbox, sondern viele kleine. Da lebt der Schall auf, etwas Neues entsteht. Schall lässt sich jetzt berechnen und gezielt auf Punkte im Raum ausrichten. Der alte Schall geht ja so. Das ist eine kugelförmige Ausbreitung, wie immer, wie auch jeder Lautsprecher macht und jede Quelle. Und hier in so einer Kuppelform hat man natürlich den extremen Effekt, dass sich das alles nach oben trägt und dann von der Mitte wieder nach unten kommt. Deswegen haben wir hier ein ganz komisch akustisches Ergebnis eigentlich, was sehr irritierend ist für den Sprecher oder auch den Zuhörer. Man merkt, wie diese Verzögerungen nach oben kommen. Der neue Schall kann definiert werden. Nicht mehr nur laut und leise, sondern auch, wie hoch oder tief er im Raum steht. Roman Sick hat mit seiner Firma Holoplot nach 6 Jahren Arbeit ein serienreifes Produkt. Konferenzveranstalter, Kinobetreiber, Clubmanager. Aus aller Welt fragen sie schon an. Das genauso viel wie hinten. Erfunden hat das Prinzip sein Geschäftspartner Helmut Oellers. Er hat das Patent in die Firma eingebracht. Ein Toningenieur aus Thüringen. Echten Schall wollte er herstellen, nicht mehr Schalala. Bei normalen Lautsprechern ist das Problem, die strahlen nach überall hin. Die strahlen den Wiedergaberaum an, der Wiedergaberaum dominiert die Wiedergabe. Die Idee war eigentlich nur zu sagen, wir müssen den Schall so richten, so zusammenpressen, dass er nur den Zuhörer trifft und den Raum nicht. Hall-Effekte großer Räume gibt es nicht mehr. Bis zu 16 Sprachen glasklar und gleichzeitig nebeneinander, das wäre möglich. Hier sind es erst mal nur 3. It was from words dropped by chance that little by little. Лишь понемногу и случайно мимоходом оброненных слов мне все открылось. Ohne sie zu zerbeißen. Daraufhin können sie sich nicht mehr rühren, schlafen 6 Monate, um zu verdampfen. Ja, ist gleich laut. Wie viele sind drin in so einem Segment? 64. 64. Hat jedes Einzelne da sozusagen eine besondere Funktion oder wie kann man sich das erklären? Die machen immer alles. Die ganze Wand macht immer alle Signale, nur zu einer unterschiedlichen Zeit, teilweise unterschiedlicher Amplitude. So the technology we have developed allows us to precisely target. Auch Fernbeschallung geht nun ganz einfach. Auf der weltgrößten IT-Messe in Hannover demonstriert Roman Sick den Besuchern, wie die Deutsche Bahn, bislang größter Kunde, sein Akustikwunder bald verwendet. Erste Tests am Hauptbahnhof Frankfurt verliefen erfolgreich. Ansagen überall zu hören, wie dicht vor der Box, hier Deutsch, dort drüben Englisch. Meine Damen und Herren, aus Sicherheitsgründen ist das Rauchen in diesem Bahnhofsbereich nicht gestattet. Meine Damen und Herren, hier hört man deutlich das englische Signal. For safety reasons, smoking is not permitted in this area of the station. Die Messebesucher sind beeindruckt. Würde mich sehr freuen, weil man gerade an Bahnhöfen eben nicht viel versteht. Und ich auch immer das Problem habe, wenn man am Bahnhof ist, kommen viele Meldungen, man weiß nicht, ist man betroffen oder nicht. Oder man hört es nicht ordentlich und ich denke, dass man dadurch wesentlich besser informiert wird. Über Preise schweigt die kleine Firma noch. Gerade gehen sie in Serie. Und sie versprechen nicht nur das Ende von Schallmüll für Unbeteiligte, selbst den Klang von Konzertsälen wollen sie nachbilden, sogar fürs Wohnzimmer.